Herzlich willkommen, lieber Patient oder liebe Patientin, zu einer weiteren Sitzung von Ghostmaster. Und wir starten in das letzte Level. Wieso gehe ich ins Kugelzimmer? Ich habe keinen Grund, wie ich das gerade getan habe. Ich will auch da gar nicht hin. Also gehen wir wieder raus. Und starten ins letzte Level. Class of Spookum High. Ghostmaster, this is your final battle. The Ghostbreakers have captured your headquarters and rigged up their ether bomb to explode in exactly 30 minutes. You must organize your haunters, infiltrate their defenses, and destroy the bomb. Otherwise, you and your entire team will be obliterated. You then must empty the building once and for all of these meddlesome mortals. Gut, das sollten wir doch schaffen. Dark nehmen wir natürlich mit. Moment, ich stelle mir mein Team mal ein bisschen selbst zusammen. Was kannst du denn? Moment, ich stelle mein Team selbst zusammen. Wir nehmen natürlich. Was kannst du eigentlich? Aha. Ja, wir nehmen aber Harriet mit. Wir nehmen mich Harriet mit, wir nehmen ihn mal mit. Ich glaube, Whistlejack, ja, wir können Whistlejack mitnehmen. Zudem ist wahrscheinlich Das ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee, der Ektoplasm. Ob ich das jetzt gesehen habe. Weil wir müssen ja wieder draußen irgendwas machen. Der ist doch draußen, oder? Ja, okay, gut. Dann nehmen wir natürlich den Darkling mit. Ist eigentlich das Team empfohlen? Ich guck mal, wen will ich denn nicht? Nee. Nee und nee. Stattdessen nehme ich mir ein bisschen was für. Nehme ich noch die beiden mit. Gut, dann kann ich ja doch noch ihn mitnehmen. Und natürlich noch mein Lieblingsgeist, Dragoon. Dann spucken wir mal los. And destroy the ether bomb. Then empty the building of all mortal presence. Ah, warte mal, war es vielleicht nicht? Doch, der kann auch noch. So. Jetzt müsste es eigentlich den Wagen hier zerlegen von denen. The Green Ward is temporarily disabled. Dann den auf die Bank. Noch ein bisschen tiefer, wo ist denn die Grüne überall? Ach, warte mal. Wir lassen mal den hier. Hier müssen wir scheinbar noch so ein bisschen Punkte farmen. Moment, nein. Wir ändern das Team mal ein bisschen. Ich ein bisschen ein anderes Team wählen. Naja. Sondern ich stelle mein Team doch lieber selbst zusammen. Ich nehme Hogwash hier. Hier nehme ich mir Harriet. Der Rest kann von der Grundidee her so bleiben. Stormtalon könnte noch witzig sein. Der könnte noch nützlich werden, würde ich sagen. Die beiden natürlich. So, Darkling. Kopfloser Reiter. Und wir nehmen mal noch Boo mit. Ach nee, nicht Boo, Quatsch. Ketterclaws. Ich nehme mal nicht Stormtalon mit. Wobei doch, wir nehmen ihn mal mit, sicher ist sicher. So, kannst du jetzt schon ja, die kann nämlich schon was hier. So. Jetzt kommt von der Dame hier nämlich das Geistergeschenk gezündet. Du haust einen Starkstrom raus. Zerlegst das Ding hier. The Green Ward is temporarily disabled. Ja, du kommst erstmal auf die Bank. So. Und jetzt setzen wir, dieses Instant reparieren, das war. Okay, das ist natürlich richtig nice. Kann die das jetzt einfach mitnehmen hier? Passiert das? Funktioniert das? Ich mir das vorstelle, dass die das einfach hier mitnimmt. Fällt mir gerade ein neuer Befehl, nur gegenwärtige Geisterstufe erstmal.
natürlich jetzt noch mit Storm Talon, ne, den kombinieren könnten. Naja, ich schalte das gleich wieder ein. Ich weiß, ich weiß. Wie lange geht denn Chessbombe hier eigentlich noch? Okay, das geht in Echtzeit. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sehr schön. Auf die Gefahr, dass wir jetzt Hogwash vielleicht verlieren. Wir können ja erstmal immer ihnen ihre Dingens zerlegen, ne? Ihre grüne Absperrung. So. Es sind hier übrigens nur 3 Ghostmaster. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, ne? Reicht das drunter und drüber vielleicht schon? Ja. Nee, das sieht mehr aus wie dauerhaft, oder? Damit muss man natürlich immer rechnen, ne? Ah, Schitte. Das war jetzt ungünstig. So, warte, ich kann mich jetzt zum Glück noch hier ranbinden. Und ich merkwürdiges Benehmen darauf einsetzen lassen. Eigentlich nur, dass ein Starkstrom wieder angeht hier. Dass wir das Ding hier nicht mehr zerlegen können. So. Na komm. Jetzt müsst ihr mit Starkstrom das Ding komplett zulegen, oder? Ah, na gut, wir können natürlich auch den, der da meinen Schock reinjagen. Ich glaube, das Ding springt sobald nicht mehr an. Was an sich ein gutes Zeichen ist. Ich hätte Bu doch noch mitnehmen sollen, fällt mir gerade so auf. Weil hier kann ich den jetzt... Nee, ne? Das geht nicht. Ja, du hebst es wieder auf. Kommst du jetzt hier wieder zurück, netterweise vielleicht? Und das blaue Ding natürlich zerlegen könnten. Ah ja, okay, das ist ihr Aufruhrgerät, wa? Oh, wo führt das denn hin? Ach so, nee, das führt hier hoch, okay. Und hier, okay. Hier ist der Stromgenerator dafür, alles klar. Wahrscheinlich wäre es nicht blöd gewesen. Okay, wir, ja, und dann, wir probieren das mal so. Nee, okay, ich muss das Team ein bisschen anpassen wieder. Ja, der Spuk ist jetzt natürlich, der ist für mich wirklich vollkommen neu. Daher weiß ich nicht, wie man hier am effektivsten spukt. Nein. Ich werde ihn mitnehmen. Kann der eigentlich hier auch? Moment, nein, dann. Ja, will ich. Bringen wir ihm doch einfach noch Starkstrom bei. Nimm ihn anstatt Stormtalon mit. Badum, kann Stormtalon vielleicht wirklich einen Sturm lernen? Jetzt dürften echt keine Geister mehr fehlen, weil wir haben alle befreit. Ja. Ist natürlich die Kunst, den Storm Talon zu finden. Wo bist du jetzt, Storm Talon? Ach, hier. Was ist das? Lichter ausschalten. Ach nein, hier. Nee, okay. Dann du hier Starkstrom. Ja. Gut, dann verlassen wir das Gutzimmer wieder. Betreten das Hauptspuklevel. Ich spiele nicht mit dem Fundteam, ich spiele mit dem selbst erstellten Team.
Müssen die später auch alle verjagen. Das heißt, Bu muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann nehme ich noch, wo ist er denn? Harriet mit. Jetzt ist die Frage, ich nehme mal ihn nicht mit. Dafür ihn und ihn. Ja, probieren wir es mal so. Ja. Kein Problem. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, der andere wäre doch ein bisschen schlauer gewesen. Ja, das müssen wir mit Geistergeschenk probieren. Ja, mag ja sein, dass die jetzt gerade nur temporarily. Ach, scheiße, ich habe wieder einen vergessen. Moment. Jetzt können wir mal gucken, wie sind denn hier die Fesseln für ihn an sich? Naja, er kann halt hier draußen. Ja. Gut, ich sag mal so, ne? Reicht es, wenn ich den hier jetzt mit runter und drüber drin bin, dass das nicht mehr anspringt? Ich hätte gerne, dass du das Gerät hier ausschaltest kurzerhand. Wäre das machbar? Ja, dann braucht man nämlich keinen Neustart. Ja, dann bleiben wir bei dem Team jetzt erstmal ein wenig, würde ich sagen. Mit dem Geistergeschenk von Harriet. Scheinbar geht drunter und drüber nur auf das Gerät hier, kann das sein? So, jetzt scheint es das Gerät hingelegt zu haben. Jetzt sind wir jetzt mal hier ran. The Blue Ward and Alarum have power again. Das ist jetzt natürlich ein ungünstiger Moment, ne? Gut, dass hier kein Alarm losgeht. Hier wäre es gefährlich. Müsste sich das Ding gleich wieder erledigt haben. Scheiße. Ich finde keine Geisterkraft einsetzt. Ist das eine Sicherheit? Ja, gut. Puh. Dann warten wir ein paar Sekündchen. Lustigerweise hat sich noch keiner das Geistergeschenk geholt. Das kenne ich auch noch nicht. Dann. Jetzt Starkstrom, kannst du schon? Müsste gleich loszünden. Oh, da repariert jemand das grüne Ding. Das ist nicht gut. Dafür hat sich soeben das Ding erledigt. The Blue Ward is temporarily disabled. Kann ich das reaktivieren? Oh. Achso, der hat es einfach repariert. Okay. Und dann halt anders. Shit. Naja, wenigstens ist jetzt ein Ghostbuster drin. Ja, die blaue springt auch wieder an, ich weiß. Vielleicht zum Glück, dass der Ghostmaster hier doch... Ja. Aber wir kommen jetzt hier rein. Das ist das Gute. Es ist schon hier, siehst du. Also mit ein bisschen Glück geht vielleicht die Dame in Rot hier hoch. Das ist eine elektrische Fessel, oder? Ja. Na, die läuft zumindest schon mal nicht schlecht von der Grundidee her. Ne? Ich muss den Stromgenerator wirklich über den Jordan werfen. Und das wird wahrscheinlich immer wieder repariert. Ne? So wie es aussieht. Wo geht es denn hier nach oben? Nur hier draußen oder was? Ach, hier hätte ich das Gift wahrscheinlich mal hinsetzen müssen.
Oh, das heißt nicht, dass ich nur ein Geistergeschenk legen kann, ne? Und zudem scheint die auch gerade nach oben zu gehen. Ist das automatisch rot hier der erste? Nee. Das ist erstmal gelb. Aber technisch gesehen, komm schon, wie sieht's mit deinen Kräften aus? Das könnte gut gehen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Wir brauchen noch ein paar Sekündchen Starkstrom wieder an ist. Hoffentlich peilt er die nicht instant an. Das wäre ein ziemliches Problem. Ich Idiot. Ich habe vergessen, da natürlich jetzt hätte ich auch noch vielleicht jemanden ranbinden sollen, ne? Wäre nicht blöd gewesen. Nee, das war schon mit Power. Ja, ich Idiot, ich weiß, ich weiß. Echt, ja, der hat auf jeden Fall Starkstrom wieder parat. Und jetzt hätten wir es geschafft, wenn ich aufgepasst hätte. Gehen wir wieder zu ihr. Kommt schon noch jemand mit dem Geistergeschenk, bitte. Ich hab nicht aufgepasst, das tut mir ja auch leid. Ich weiß es ja. Kann ich vielleicht mit Bu? Ach ne, hier ist auch eine Barriere, wa? Ah, Schiete. Hat der Darkling hier eigentlich irgendeine brauchbare Fessel? Nur, der kann man ja ans Geschenk binden im Notfall. Das Geschenk von ihr auch alle, okay. Na, kommt, geht noch einer runter? Holt sich das? Komm schon, Lady, geh wieder raus und hol dir dein Geschenk und dann gehst du wieder hoch. Ja, genau, fast. Ja. Nee, dahin. Ah, das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, dass ich hier kein das Geschenk holen will. Ja, damit wär's. Okay. Wir versuchen es nochmal neu. Kann ich, wenn ich auf Spuk neu starte, mein Team auch neu zusammenstellen oder. Ja, kann ich. Sehr schön. Okay. Ich muss aber eh zurück, weil ich muss ihr doch den Dingens beibringen. Ja, ich werde das auch so lassen, weil. Das Level ist für mich vollkommen neu. Ich habe das nie gespielt. Die anderen kannte ich wenigstens noch. Daher braucht es hier jetzt sicherlich noch ein paar Anläufe. Also ich glaube nicht noch viel mehr, aber... wo ist denn Harriet jetzt? Ist sie hier draußen? Ja. Kräfte, Verlockung. Was hat die denn hier? Ah, nee, Verlockung ist mir... Oh, das passt sogar, ne? Ja. Das ist doch perfekt mit dem trojanischen Pferd. Dann... Auch wieder ins Hauptlevel. Ja, das kennen wir nun schon. Und trotzdem noch keinen. Wir nehmen Harriet, die ist trotzdem besser. Harriet. Dann nehmen wir hier den... Den müssen wir mitnehmen. Den sollten wir mitnehmen. Weil den brauchen wir dann nicht mehr. Aha. Das stimmt soweit. Ich brauche natürlich den guten, altbekannten... kleinen Bug. Nicht Bug, ich meine den kleinen Hogwash. So, wen brauchen wir denn noch? Wen hatte ich denn? So, Stonewall wollte ich, nicht Stonewall, ich nehme noch Banzai mit, genau. Und Dragoon habe ich schon dabei. Wen nehme ich denn noch mit? Wahrscheinlich wäre ein zweiter Elektrogeist gar keine so schlechte Idee. Und dahin nehmen wir mal Stormteller noch mit. Ja, ich habe es beim ersten Mal auch verstanden. So, diesmal starten wir allerdings gleich hier. So. Kräfte. Das trojanische Pferd geht noch nicht. Okay, dann Geistergeschenk. Ach, Faszination kannst du schon. Na, egal. Ich zieh mal irgendwie ein Gutes an.
Ziehen wir den Kollegen hier an. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, komm runter, genau. Dann binden wir den guten Hogwash mal an dieses Gebäude, an dieses Dingchen hier. Ey, du nicht. Dir ist es egal. Voll böse. Und solange du auch hochgehst, ist ja auch okay, aber... Einer von euch muss hochgehen, sonst klappt der ganze Plan nicht. Nein! Geh hier mit, komm, bieg hier links ab. Ja, sehr schön, los. Nur das war's doch, was ich wollte. Sehr schön. Aber, werter Patient, unsere Sitzungszeit ist schon wieder rum. Wir sind also mit der Therapie noch immer nicht ganz fertig. Ich freue mich auf jeden Fall, Sie morgen wiederzusehen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ihr Professor Creep vom Asylum.